Hallo liebe YouTuber, willkommen im neuen Video. Wie immer gibt es wieder verschiedene Themen und es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Heute zeige ich euch eine ganz tolle Arbeit mit Moos und zuvor gibt es mal wieder eine Ladenrundschau. Dann gibt es den letzten wissenswerten Teil der Pfingstrosen. Ansonsten müsst ihr euch gedulden bis zum nächsten Jahr. Und ja, nach der Intro und wenn ich am Telefon war, geht das Video los. Bis gleich! So, los geht's mit der Ladenrundschau. Also hier sind schon die Vorbereitungen für das heutige Video. Ja, ich habe schon alles parat gelegt, aber da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir heute einen schönen Herbstkranz, frisch gewickelt mit Maiskolben, Hagebutte, mit Mohnkapseln. Der ist ungefähr 10 Minuten alt. Der kommt natürlich morgen in den Verkauf und manchmal versenden wir auch an liebe YouTuber etwas. Ja, dann stehen hier schon, also heute sieht der Laden mal ein bisschen anders aus, weil wir haben viele Hochzeiten, wir haben viel Arbeit zum Wochenende. Die Kisten, ja hier sind die ganzen Blumen, kommen hier rein, die Kisten stehen bereit, ich fahre zum Großmarkt. Wir haben hier noch verschiedene Kränze und herbstliche, ach was ganz Süßes natürlich noch ist von meinem letzten Video, die Erika-Herzen am Windlicht, das ist auch sehr schön, das habe ich jetzt heute auch mal in den Verkauf gestellt. Und interessant ist auch, also heute ist tatsächlich mal, sonst sieht man den Laden immer prall gefüllt. Und das ist für uns eigentlich, ist der Laden fast leer. Und es ist wirklich gut, dass ich morgen fahre. Und ansonsten haben wir am Wochenende 3 Hochzeiten. Genau, ich muss eigentlich immer so ein bisschen überlegen. Ja, und in Vorbereitung für die Hochzeiten gibt es hier also Blumen, die sich schon öffnen müssen. Das sind jetzt unsere Gladiolen. Ja, dann haben wir Alstromerien, also diese Inka-Lilie. Und die hat ja eine bezaubernde Zeichnung. Es ist eine Lilie, aber sie riecht nicht. Und hier ist, das sind auch Inka-Lilien. In Rosé, in Zartrosé, und wir brauchen die alle geöffnet, ja, für die Hochzeiten. Ebenso die Gladiolen. Und damit die Gladiolen besser aufgehen, haben wir die entspitzt. Ja, das heißt, wir haben denen einfach die von der Spitze so ein paar Knospen rausgebrochen und dann gehen auch die Blüten besser auf, weil die müssen sich jetzt öffnen. Ebenso wie die Lilien, die wir jetzt hier auch alle zum Öffnen hingestellt haben, eine riesen fette Vase voll, brauchen wir alles geöffnet, weil knospig bringt uns das natürlich gar nichts für die Hochzeit. Hier noch einen Strauß, der zum Liefern morgen ist. Und dann haben wir auch vorbereitet, die haben wir jetzt hier reingetan, haben wir vorbereitet für eine Veranstaltung. Die wollten gerne eine herbstliche Tischdeko und dazu haben wir die Erika eingefilzt. Ja, wir haben sie zuerst mit, weil das hier im Restaurant auf den Tisch muss, wir haben sie mit Folie eingepackt und dann haben wir sie mit diesem schönen bordeauxfarbenen Filz eingefilzt und die Dame wollte gerne Äpfelchen, Kastanien und die Paprika fanden wir auch sehr schön und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die dreifarbige Erika, hat also hier das Grün, das Rosé und diese, Moment, ich muss auch treffen, und diese dunklen ja, diese dunkle Farbe, das finde ich sehr, sehr schön. Und die stehen jetzt alle hier schon bereit in der Kiste, sind 8 Stück. Und die werden dann am Samstag geliefert als Tischdeko. Hier haben wir noch einen prächtigen herbstlichen Strauß. Die Hortensie ist auch wunderschön und stabil. Und der war in rot-lila Tönen gewünscht, deswegen haben wir auch Äpfelchen reingemacht. Und diese Nadelkissen-Protea. Ist auch sehr, sehr schön für den Herbst. Ja, das sind jetzt so ein paar Werke, aber es ist tatsächlich nur, ich sage jetzt mal nur Mittwochnachmittag und die Masse, die kommt tatsächlich noch so, der Platz ist bereit, aber wir gehen jetzt erst noch mal nach Unterfranken für unsere letzte Pfingstrosenserie, weil es ist Pflanzzeit. Kommt mal mit!
Hallo liebe YouTuber, Pfingstrosen, es gibt so viel Wissenswertes. Also wenn ihr die Pfingstrosen im letzten Video, mache ich euch nochmal den Link dazu rein, haben wir gelernt, dass die als sogenannte wurzelnackte Ware versendet werden, sprich also ohne das Grün. Die werden im Herbst gepflanzt und ja, das sind jetzt einjährige Pflanzen, aber da gibt es auch ziemliche Unterschiede zwischen den Sorten, habe ich gerade gehört. Ja genau, hier haben wir ja eine der beliebtesten Sorten im Moment, das ist Coral Sunset. Ja, die besticht einfach durch ihre Größe, durch die dicken Stiele, durch die Farbveränderung von Lachsfarben zu blassgelb in der Base. Ja, und im ersten Jahr sieht sie gar nicht so spektakulär aus. Wenn man jetzt hier mal schaut, die Pflanzen werden verschickt mit 3 bis 5 Trieben. Also hier sehen wir, dass da 4 Triebe rausgekommen sind von diesen 5 Trieben. Aber das soll man sich auch nicht unbedingt verrückt machen. Kann sein, dass da auch nur 2 oder 3 Triebe rauskommen. Mhm. Wichtig ist, dass die Pflanze einfach auch die Zeit hat, sich an dem neuen Standort zu etablieren. Die muss sich erstmal wohlfühlen und muss neue Feinwurzeln bilden. Und das kann sie am besten, wenn man die einfach im Herbst pflanzt. Da hat sie über den Winter Zeit, schon die Feinwurzeln zu bilden. Da ist die Winterfeuchte da. Mhm. Da muss man mit dem Gießen auch nicht so hinterher sein. Ja, und dann sieht man selbst in so einem ganz trockenen Jahr wie 2022 ist die hier im Feld gewachsen, ohne dass sie jetzt gerade bewässert wurde. Mhm. Und ja, ist zwar etwas klein, aber spätestens im zweiten und dritten Jahr sieht die Pflanze dann ganz anders aus. Und deswegen braucht man bei Pionen auch eine gewisse Geduld, aber das Warten lohnt sich. Mhm. Also hier sieht man ja auch, ich habe gerade gelernt, die Coral Sunset ist eine der kleinsten vom Laub her. Und ich habe da noch so eine kleine lustige Geschichte zu Coral Sunset. Wir hatten tatsächlich mal einen Kunden, der wollte uns die wieder zurückbringen im Laden, weil die dann nicht mehr zu seinem Wohnzimmer, zu der Einrichtung gepasst hat. Also es ist eine Pfingstrose, die durch ihren Farbwechsel besticht. Das ist wirklich wunderschön, wie die sich verändert. Und wir haben ja hier im nächsten Feld, was ist das für eine Sorte? Die ist ja schon viel buschiger und auch heller im Laub. Ja, wir haben zum Beispiel noch Gardenia. Das ist eine weißfarbene. Mhm. Man kann quasi sagen, jede Pionensorte ist auch vom Laub unterschiedlich. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das alles immer gleich aussieht. Man kann manche Sorten wirklich schon am Laub erkennen. Mhm. Hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass der Pflanze nicht gut geht oder dass sie krank ist, sondern die ist einfach von Natur aus anders. Sie wächst anders, der Stiel sieht anders farbig aus. Mhm. Manche Stiele sind richtig rot, andere Stiele sind eher dunkelgrün. Und ja, daran erkennt man halt einfach die Sortenvielfalt und was es alles bei Pionien gibt. Und das macht es letztendlich auch aus und spannend. Mhm. Wahnsinn. Also total interessant. Und jetzt haben wir nur 2 Sorten gesehen, die völlig verschieden sind. Und in eurem Schaugarten habt ihr ja 200 Sorten. Wahnsinn. Aber ihr verschickt 25 Sorten als Pflanze, versendet ihr auch. Ne? Wir haben jetzt schon sogar mehr als 25 Sorten im Onlineshop. Das werden jetzt die nächsten Jahre auch mehr und mehr, aber die Vermehrung bedarf eben auch Geduld. Wir brauchen 2 Jahre, bis wir die Pflanzen wieder teilen können. Mhm. Ja, und deswegen wird es die nächsten Jahre mehr und mehr Sorten und in mehr und mehr Stückzahlen bei uns im Onlineshop zu kaufen geben. Das ist super. Also es lohnt sich, das alles im Auge zu behalten. Man kann ja mit ein paar anfangen und man kann dann die Sortenvielfalt im Garten so richtig toll aufbauen, wenn man einfach immer wieder im Webshop beim Holzeggerhof bestellt. Richtig. Vielen Dank. Wir freuen uns. So, hallo ihr Lieben. Also, zurück im Arbeitsbereich habe ich was mitgebracht. Und zwar, ich schmeiß ja vieles nicht weg. Und das ist jetzt der schöne, trockene China-Schill. Den habe ich vor einem Jahr. Nein, nee, Anfang des Jahres habe ich den zurückgeschnitten und habe den mit einem Gummi, hier so richtig schön fest mit einem Gummi, und habe das Ganze dann mit einem Drahthaken, Moment, den muss ich gerade mal hier raus basteln, habe das Ganze mit einem Drahthaken aufgehängt. Also wir Floristen, wir basteln uns immer unsere eigenen Haken aus Draht, aus so einem schönen festen Draht. Und es lohnt sich ja auch solche Sachen. Ich mache euch das nochmal als Produktlink rein. Ja, das ist so ein Draht. Der sieht dann, wenn er zu euch kommt,
Sieht ja so aus, dass es so ein fester Steckdraht ist. Genau, ich halte es immer gerne in die Kamera. Und mit dem lassen sich also auch so nette Haken basteln und lassen sich auch dann diese, lässt sich der China-Schilf toll trocknen und viele, viele andere Sachen auch. Und mein Gedanke ist, ich hätte jetzt eigentlich gern 2 mal 1 Meter. Ja, was hat die Margit jetzt schon wieder vor, ne? Für nette Sachen. 2 mal 1 Meter, das heißt, ich lasse 1 Meter, ich lasse mal hier ein bisschen Auslauf mit den Enden, weil ich die so hübsch finde. Und 1 Meter, also ich würde mal sagen, ich schneide hier mal ein bisschen was ab hier oben. Das muss ich eh, weil das ist ein bisschen störrisch und fest. Du merkst auch, ich muss echt gucken, dass ich mit der Schere hier durchkomme. Und so. Wunderbar. Also, dann teile ich mein schönes Bündel. Ich hätte gern ein bisschen Volumen. Dann teile ich mein Bündel einfach in 2 Hälften und lege mal die andere Hälfte, lege ich jetzt einfach mal beiseite. Sonst habe ich zu viel Wirrwarr auf meinem Tisch. Dann brauche ich einen Aludraht. Aludraht, das ist der 2 mm. Ich würde 2 mm Aludraht nehmen. Es gibt auch 5 mm, aber der ist deutlich teurer. Und 2 mm ist günstiger und den nehme ich dann einfach doppelt. Denn das mache ich öfter. Ich bin relativ gut bevorratet mit 2 mm Aludraht, ich gebe es zu. Und ich brauche den aber auch wirklich als Basis für viele, viele Arbeiten. So, hier messe ich jetzt 1 Meter ab. 1 Meter. Und das Ganze mache ich 2-mal. Warum 2-mal 1 Meter? Da kommt natürlich mein nächster Plan ins Spiel. Ich habe heute übrigens extra das Licht hingestellt. Ich habe gedacht, weil das letzte Mal fand ich das Video ein bisschen zu dunkel. Und dann habe ich extra das Licht hingestellt und habe gedacht, so, heute gibt es mal eine richtig schöne Beleuchtung im Video. Und genauso habe ich es gemacht. Und jetzt kommt mein nächster Plan ins Spiel. Und zwar, ich möchte gerne die Lichterkette mit integrieren. Die Lichterkette mit Schnur. Und die Lichterkette, die ist 2 Meter lang. Und hier sieht man auch so schön, wie die dann toll leuchtet. Nachher geht natürlich mal das Licht aus, damit man das so richtig sieht. Aber es geht erstmal weiter mit meinem Plan. Und dass ich die 2 Meter Lichterkette an meiner Arbeit schön befestigen kann, brauche ich natürlich 2 Meter Lichterkette, gibt 2 mal 1 Meter Aludraht. Ganz eigentlich relativ einfach. Ich habe ja schon so meinen Plan, ne? So, den Aludraht auf jeden Fall immer mit der Drahtschere schneiden. Ja, so, das können wir jetzt zur Seite legen. Einmal Aludraht lege ich zu meinem anderen Bündel an Gras. Und los geht's mit der schönen Arbeit. Hier nehme ich jetzt einen Wickeldraht. Grüner Wickeldraht, grün gelackt. Ja, ist immer auf diesem Holzstäbchen, kommt der immer. So, lege den Aludraht, also hier, lege den in mein China-Schilf rein. Lass so ein kleines Schlüppchen, kann ich ja mal rausstehen lassen, dann kann ich das nachher, obwohl muss eigentlich gar nicht, ich dachte, ich könnte es besser verbinden nachher, aber nee, brauche ich nicht. So, und dann wickel ich schon mal mein Aludraht mit dem China-Schilf fest. Das ist jetzt relativ einfach und das geht jetzt auch relativ schnell. So, ich habe jetzt also einen schönen Strang China-Schilf und jetzt brauche ich ein bisschen Kraft in den Händen und wenn die Hände nicht reichen, dann nehme ich einfach das Knie. So, ein bisschen Stöhnen gehört dazu und das ist jetzt, wie man schon erahnen kann, die erste Hälfte meiner Herzform. So, das ist sehr schön. Das ist Teil 1. Und jetzt mache ich gleich mal auf die Schnelle Teil 2 dazu. So.
ist schon die Basis für mein Herz. Ja, so. Ist eigentlich schon, finde ich es schon ganz gut. Ich finde auch diese Enden der Gräser, finde ich total witzig. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Und es lässt sich, ein Herz lässt sich viel besser arbeiten mit zwei Teilen. Also ich mache das immer, immer in zwei Teilen. In einem Teil bekommt man nie so schön die Form hin. Und auf was ich größten Wert lege, ist auf das Dekolleté. Und das kriege ich nie so hin, wie wenn ich das jetzt auf die Art und Weise mache. Also das ist meine persönliche Methode. Hier habe ich extra für das Video, das ist natürlich Sahne-Moos gekauft. Ja, das ist ein Traum. Das ist grasgrün und das ist auch noch strohtrocken. Warum? Das ist tatsächlich also wirklich so zum Auseinandergelegt und zum Trocknen so gelagert. Und dann, Moos braucht also keine Feuchtigkeit zum Halten, sondern das muss trocken, ja, flächig gelegt werden. Und dann kann man das wunderschön trocknen. Und so, das ist jetzt alles ein bisschen Fleißarbeit. Ich nehme mein Moos und wickel das mit dem Wickeldraht, ja, mit dem Draht hier, mit dem Holzstäbchen dran. Wickel das Moos um mein China-Schilf. Ich kann natürlich auch alternativ, ich wollte ein bisschen Volumen haben, ich wollte diese Gräser, also ich fand es jetzt einfach schön, die Gräser zu verarbeiten. Ich wollte diese Gräser auch nehmen, weil ich die, was mir so super gefallen hat, ist die Enden der Gräser so, ja, so spielerisch unten rauslaufen zu lassen. Das fand ich klasse. Es reicht natürlich auch, wenn du Gräser hast, wenn du diese einfach nimmst und unten, also ja, genau, machen wir anders, sag ich anders. Wenn, also einen Aludraht kann man auch nehmen, mit Papier umwickeln, um Volumen zu bekommen. Und man kann einfach nur für die Enden unten Gräser dran unten reinwickeln. Das heißt, weil hier drunter sieht es jetzt eigentlich kein Mensch, ob da Gräser sind oder nicht. Ich habe die jetzt als Basis mal verwendet. Die hingen noch in meinem Keller und sind vor sich hingetrocknet. Und ich habe gedacht, ach, die kann ich jetzt eigentlich mal verwenden und fand das jetzt sehr, sehr schön. Wichtig ist, dass die ganz trocken sind. Die dürfen also nicht feucht sein. Ansonsten kann es auch passieren, dass das Ganze ja, schimmelt und das wäre ziemlich doof, ja, und dann ist es so unappetitlich, ja, das ist und so, wenn das alles total trocken ist, dann hält es auch gut. Ganz wichtig ist, je enger du mit dem Wickeldraht wickelst, desto weniger Moos fällt ab, also desto stabiler und desto schöner bleibt die Arbeit. Deswegen also nicht zu grob wickeln, sondern wirklich in engen Abständen dieses Moos schön fest wickeln. Und dann ist es auch eine ganz tolle, toll haltbare Arbeit. Wenn du irgendwelche Lücken hast oder wenn du Moos hast, das jetzt eben nicht so flächig ist, weil ich hab jetzt natürlich echtes Sahne-Moos für das Video erwischt, muss ich ehrlich gestehen. Freue ich mich auch total, weil für euch ist mir ja gerade das Beste gut genug. Oder wenn das Moos zu breit ist, ja, meins war jetzt zu breit und ich merke, ich habe hier unten ein kleines Löchlein, dann lege ich das diesen Moosüberschuss von dem anderen Stück, den lege ich einfach hier unten dran und wickel den mit dran. Aber perfekt wäre es natürlich, wenn man einfach solche Moosstreifen hat in der Größe, die man gerade wie bei mir jetzt so drum herum legt. Und dann wickelt. Das ist natürlich die perfekte Lösung. Moos gibt es beim Floristen. Moos sammeln ist leider verboten. Insofern, also wir bekommen in der Floristik das Moos kistenweise zu kaufen. Und das könnt ihr also auch nachfragen. Das ist immer erhältlich. Und ja, man braucht schon ein bisschen Wickeldraht, weil ich merke gerade, ich habe hier, die war nicht mehr ganz voll, die Rolle, aber sie geht jetzt schon zur Neige. Ja, also die ist jetzt gleich zu Ende und dann muss ich einen neuen Wickeldraht holen. So, aber bevor ich jetzt den mit dem neuen ansetze, nehme ich den alten, gehe mit dem Draht um meinen Finger, gehe wieder auf die andere Seite und habe jetzt genau den Rest. Hier ist nämlich das Holzstückchen. So, und dann verdrehe ich
diesen Draht miteinander und schneide die Reste mit der Drahtschere ab und gehe einfach mal ganz kurz in meine Vorratskammer und hole einen neuen Wickeldraht. So. Wenn der Wickeldraht voll ist, dann hat er dieses Volumen. Ja. Da ist schon ziemlich viel drauf. Und das ist auch tatsächlich der beste Draht, um so eine Arbeit zu machen, weil tatsächlich verschwindet dieser Draht komplett im Moos und man sieht ihn überhaupt nicht mehr. Also ihr braucht nicht so einen schönen, farbigen Basteldraht nehmen. Das ist echt umsonst. Die Drahtreste natürlich immer in den normalen Müll, nicht in den Grünmüll, weil Draht verrottet ja nicht, klar. Aber ist ja eigentlich logisch, eigentlich brauche ich das gar nicht zu sagen, weil ich glaube, das kann sich jeder von euch natürlich denken. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Fleißarbeit, gebe euch einen Zeitraffer und spiele euch ein bisschen Musik ein, weil ich muss jetzt erstmal das hier fertig und dann muss ich ja auch die zweite Hälfte machen. Und wenn ich das habe, dann wird es eigentlich wieder spannend, wie es weitergeht. Weil dann fügen wir das Ganze zusammen und ja, dann kommen die Details. So, jetzt fängt das Ganze an, spannend zu werden, weil jetzt habe ich entweder ein Kreis, wäre jetzt eigentlich langweilig, weil jetzt habe ich meine zwei Herzteile, ja, und was ich jetzt mache ist, ich mache das jetzt einfach mal so, ich stelle mich hier dran, so, und ich nehme jetzt, genau, muss man alles erstmal beherrschen, ne, wenn man hier so alleine ist. So, ich nehme jetzt hier diese zwei Teile und wickel die aneinander und habe damit die Mitte vom Herz schon fixiert. So, man merkt, wenn ich ein bisschen stöhne, dann strenge ich mich auch an. So, und das Ganze schön fest miteinander verbinden. Dann natürlich den Draht erstmal abmachen. So. Und jetzt habe ich die oben miteinander verbunden. Und logisch ist natürlich auch, ich gehe jetzt einen Schritt zurück. Wow, die Form finde ich echt schon klasse. Und das Ganze mache ich jetzt auch nochmal unten. Da lege ich es aber dazu hin. Und da gehe ich auch einfach her. So, man muss natürlich zuvor gucken, dass die Relation stimmt mit oben unten. Und wickel das unten auch einfach mit dem Wickeldraht zusammen. Und hier war es jetzt natürlich super wichtig, dass der Aludraht doppelt ist. Wenn ihr einen 5 mm Aludraht habt, dann könnt ihr den auch einfach nehmen. 5 mm zeige ich euch mal. Der ist mega stabil. Und wer sagt, boah, ich möchte mein Herz bombenstabil machen, dem zeige ich nochmal den 5 mm. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Und der sieht dann, Moment, ich bin gleich zurück. So, der 5 mm Aludraht, der sieht dann so aus. Und das ist der 2 mm im Vergleich dazu. Ja, sieht man schon, der ist natürlich deutlich dicker. Gibt es in verschiedenen Farben, habe ich jetzt zufällig in rosa, gibt es natürlich auch in dieser Alufarbe. Ja, aber der ist, wenn man den mal verbogen hat, der verbiegt sich nicht mehr so schnell. Aber es hat mir jetzt in dem Fall einfach gereicht. Und ich sage, das ist in Ordnung so. So, also, hier habe ich jetzt mein Moosherz fertig. Und ich finde die Gräser hier unten, ich finde die klasse. Ich lass die auch so. Mir gefallen die, weil ich finde die so, ach, ich liebe so einen schönen Auslauf vom Herz, wenn das so schön spielerisch nach unten läuft. Das finde ich sensationell. So, jetzt kommt meine nächste Idee ins Spiel. Und jetzt mache ich mal kurzzeitig das Licht aus. Kleinen Augenblick. So, und meine Idee ist natürlich, dass hier eine Lichterkette eigentlich eine ganz tolle Geschichte wäre. Und
damit ihr seht, wovon ich spreche, zeige ich euch das mal. Das ist total süß, oder? Tada! Ja, und jetzt muss ich natürlich diese Lichterkette irgendwie fixieren und vor allem, ich muss dieses Batteriekästchen verstecken. Und zum Arbeiten gibt es jetzt nochmal Licht erstmal. So, ja, weil das dieses Batteriekästchen, das will natürlich kein Mensch. Und ich finde diese Lichterkette so schön mit der Schnur. Die ist 2 Meter, Moment, ich bin zu klein, die Kamera ist zu weit weg. Die ist 2 Meter lang und das ist hier so ein Draht mit der Schnur. Und die ist also die, ja, ich bin ganz glücklich, dass ich die bekommen habe. Die ist nämlich ganz schwer zu ergattern. Und ich habe es aber geschafft. Das ist super. Und ich versende sie auch nach wie vor noch. Und jetzt kommt der Grund, warum ich diese, ja, das Ganze 2 Meter lang machen wollte, weil ich 2 Meter Lichterkette habe. Sprich, jeder Schenkel ist 1 Meter. Und ich muss das Kästchen hier irgendwie versteckeln. Dazu habe ich einen moosgrünen Filz. Ich blende euch immer die ganzen Bestelllinks mal ein. Einen moosgrünen Filz. Und aus dem Filz mache ich jetzt ein Täschchen. Und da gehe ich einfach her, habe im Grunde genommen so einen Streifen genommen. Ich gehe her und tacker diesen Filz. Ja, also ich mache auf die Schnelle, mache ich im Grunde genommen eine Naht, tacker diesen Filz. Und also mein berühmtestes Tackern von dem Filz ist tatsächlich in dem Video mit der hohen Vase. Das wurde 329.000 Mal, oh, keine Ahnung, also unglaublich oft geguckt. Und das Video mit der hohen Vase, das blende ich euch auch nochmal ein als Videolink. Das ist unfassbar, wie toll dieses Video ankam. Da bin ich jetzt noch, ja, vielen Dank für alle, die es so geguckt haben. Das ist, ihr seid echt der Wahnsinn. So, und jetzt habe ich meine Lichterkette schon schön elegant versteckt. Und mein Gedanke ist, entweder ich mache dieses Säckchen, ich klebe das einfach dahinter. Ich glaube, so mache ich es auch, weil ich habe zuerst überlegt, alles, was seitlich wäre, wird man sehen. Nein, ich klebe das dahinter, hinter diese dicke, ja, hinter dieses dicke Stück, wo ich die beiden Seiten verbunden habe. Da klebe ich mein Säckchen jetzt drauf. Filz klebt hervorragend, Filz ist wetterbeständig. Also Filz ist ein total dankbares Material. Ich nehme einfach ein bisschen Heißkleber und so und klebe mein Filzsäckchen hier drauf. Das ist jetzt meine Rückseite von dem Herz. Das heißt, für die folgende Arbeit, die ich jetzt machen möchte, muss ich das Ganze natürlich rumdrehen. Mach noch mal ein bisschen sauber und mach mal Moos runter. So, und jetzt möchte ich gern die Lichterkette auf dem Herz ja, fixieren, dekorieren. Und dazu gehe ich einfach her und mache mit wenigen Tupsern Heißkleber, würde ich jetzt auch die Lichterkette fixieren auf dem Herz, so ganz lässig. Ich möchte sie eigentlich nicht wickeln, ich möchte auch gar nicht, gar nichts dran binden, sondern ich finde es so schön, wenn diese Form von dem Herz mit der Lichterkette so schön betont ist. Wenn du mit Heißkleber arbeitest, dann drück die Stellen, wo du die Lichterkette drauf machst, dann drück die einfach mit einem Messerchen fest. Nicht mit dem Finger, weil ich kann euch sagen, der Finger sieht dann so ähnlich aus wie bei mir hier der Knöchel. Da ist dann auch ein bisschen Heißkleber beim, ja, das habe ich, den Hortensia habe ich irgendwie geklebt. Und das ist irgendwie nicht so schön, aber es passiert auch mir leider immer wieder. Es lässt sich nicht ganz vermeiden. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo wir ja so viel kleben, sind Brandwunden an den Fingern sind echt immer total lästig. So, jetzt muss ich erstmal ordentlich ausmessen, dass ich auch wieder oben ankomme mit meiner Lichterkette. So, also die Lichterkette ist drauf und jetzt kommt natürlich auch der Augenblick, wo ich sage, wie hänge ich das Ganze denn auf? Mein Gedanke ist, ich wollte
wirklich nur das Moos und die Lichterkette. Ich wollte nichts anderes da dran machen und ich wollte es auch wirklich ganz, ja, so ganz schlicht und schön wirken lassen. Und ich würde für die Aufhängung, ich würde an zwei Stellen in dem Herz. Und ich habe zuerst über so einen grünen Filz nachgedacht, aber wenn ich das sehe, selbst der Filz ist eigentlich zu deutlich sichtbar. Und ich hole was anderes. Moment. Also ich wähle jetzt wirklich nur einen ganz feinen Basteldraht, weil es hat ja nicht so viel Gewicht. Und ich nehme den Basteldraht doppelt. So, doppelt. So, mein Ziel ist eigentlich auch, dass ich eine ja nahezu unsichtbare Aufhängung habe. Und jetzt mache ich mal das Licht aus. So, Licht aus, Spot an. Palim, palim. So, hier habe ich also mein Herz mit meiner Lichterkette. Und das ist vor allem, wenn es da mal so dämmert abends, ist das echt eine ganz tolle Geschichte. Irgendwie muss ich total aus dem Bild gehen. Und dass man das Herz überhaupt sieht. Ja, und man kann dann immer noch so als Feintuning, da fehlen mir jetzt natürlich, kann man noch ein bisschen biegen. Und das Schöne ist an dieser Lichterkette, die hat einen Timer. Und dann kann man immer das 6 Stunden an und 18 Stunden aus. Das heißt, man macht den Timer an, stellt den ein und abends, ich sag mal zum Beispiel von 17 bis 23 Uhr, ist dieser Timer an und dann hat man diesen wunderschönen Leuchteffekt und kann das so im Eingangsbereich an der Haustür oder im Flur oder auf der Terrasse, kann dieses schöne Herz leuchten lassen und es ist eigentlich nur aus Moos und Licht gemacht und Draht. Ja, ich hoffe, euch hat meine Arbeit heute gefallen und auf vielfachen Wunsch mit Moos. Und ich sage vielen Dank fürs Zugucken und sage einfach bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.